Stadtwagen für den nächsten Aufwinder sich festlasse. Und wir sind im zweiten Aufwärtslauf des Tages. Und die Blue Tanks übernehmen den Führer. Mit Hartwig auf Platz 1 unterwegs. Christian Federn. Ein fantastischer Auftritt von den Blue Tanks. Auf Position 1 Giovanni Wolz auf der zweiten Position mit dabei des Grenberger Stocker. Die Marc Lauter auf Position 5 zurückgefallen. Aber vorne sind die Blue Tanks. Sie führen souverän von der Startnummer 438. Der Hinterrede von den Giovanni Wolz auf der zweiten Position. Dann kommt hier auch noch mit rein das TT Racing Team aus Grimme. Die haben jetzt den zweiten Platz übernommen. TT Racing auf Platz 2 unterwegs. Running Bulls fallen auf die 3 zurück. Aber vorne sind die Blue Tanks unterwegs. Sie führen hier in ihrem Fahrzeug. Startnummer 635. Hier ist der auch noch mit dabei. Der René Zander vom FV Racing e.V. Er kämpft auf Platz 3, 4 und 5. Die nächsten 4 Fahrzeuge kommen in der 80-Klasse eine Runde weiter. Und es geht rein in die letzte Runde. Die Blue Tanks sind immer noch vorne. Unterwegs auf Platz 1, TT Racing. Auf der 2, die Running Bulls noch mit dabei. Und FV Racing, das wären die ersten 4. Das Geld in der Standard. Noch einmal. Stellung auf den 5. Platz, aber die Würfel scheinen gefallen zu sein. Hier wird scheinbar nichts mehr anbrennen. Die Blue Tanks machen das Rennen auf Platz 1. Sie gewinnen diesen Lauf. TT Racing Grimmen auf der 2. Der 3. Platz geht an MV Racing und auf der 4 die Running Bulls abgewunken. In diesem Lauf der 80 PS-Klasse, der 5. Platz für das Grellenberger Stocker-Team. Zweites Rennen, Wolfgang ist dabei, Cargo Racing Team Limit.